Auf der Chirurgie erwartet Schwester Johanna gleich eine ungewöhnliche Situation. Kann die vielleicht ja schon gehen, wenn der Doc seine Absegnung gibt, ne? Also, bei mir ist was ui, 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 yo, ich sehe schon, das blutet, okay. Wie ist denn Ihr Name? Delia Sommer. Okay, ja, ich sehe schon, da scheint ja irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein. Ja, ne? Er soll verschwinden, bitte. Er soll sofort verschwinden. Hä, wieso soll ich verschwinden? Der stellt mir immer nach. Der verfolgt mich. Was erzählst du denn da? Der verfolgt Sie? Ja, er war das. Er hatte mich so gerissen. Und dann, der soll bitte einfach Delia, verschwinden. Was erzählst du da? Entschuldigung, aber ich verstehe gerade nicht, was los ist. Die Situation der Patientin, die ja hier zu uns auf die Station kam, war ja anfangs sehr undurchsichtig. Es folgte ihr ja ein Mann, der ja durchaus ihr Lebensgefährte hätte sein können. Aber dann stellte sich relativ schnell heraus, dass diese Patientin ja Angst vor diesem ominösen Mann hatte. Und wie sich dann später auch herausstellte, sollte das ja auch einen guten Grund haben. Also, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, wer Sie sind, was bei Ihnen los ist. Ich würde Sie nur bitten, dann jetzt die Station zu verlassen, weil offensichtlich ist sie verletzt und hat Angst vor Ihnen. Deswegen müsste ich Sie bitten, jetzt die Station direkt zu verlassen. Alles andere müssen Sie später klären. Was erzählst du? Hören Sie mir einmal kurz zu, bitte. Ja, sonst bin ich gezwungen, den Sicherheitsdienst zu rufen. Ja, und das, glaube ich, möchten wir alle nicht. Wollen wir nicht. Ist okay. Ja, okay, weil das ist. Ich habe versucht. Das ist meine Lebensgefährtin. Geht. Hä? Wie Lebensgefährtin? Was geht denn hier ab? Ich bin vergeben und jetzt verschwinde einfach. Ja, was erzählst du da? Okay, ein allerletztes Mal. Ja. Sonst bin ich wirklich gezwungen, hier gleich Verstärkung zu holen. Okay? Ich verlasse die Klinik, aber es ist das nicht dein wäre Ernst, sehr nett von Ihnen. Ja, ist okay. Danke. Alles klar. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um Sie, okay? Ja. Folgen Sie mir einmal bitte. Wir können hier direkt in den Behandlungsraum. Das hat ja jetzt erstmal Priorität, ja? Das ist natürlich nicht meine Lebensgefährtin, das ist meine Schwester, aber ich wollte... Ja, ich war gerade schon irritiert hier, was hier los ist. Okay, so wird ein Schuh draus. Frau Sommer, dann erzählen Sie mir noch mal, was genau passiert ist. Ich hatte vor 10 Tagen meine OP wegen dem künstlichen Darmausgang und ich war jetzt gerade am Park und mein Stalker ist mir hinterhergelaufen, hatte mich festgehalten. Ich hatte versucht, mich loszureißen und das ist, glaube ich, irgendwie abgerissen. Ich habe es nur noch gemerkt, wie es gezogen hat. Abgerissen, okay, alles klar. Und bin danach direkt hierhin. Durch diese Rangelei ist das dann abgegangen. Genau. Okay, und wo sind Sie operiert worden? Hier. Ach, hier in der Klinik? Genau. Okay. Ich werde jetzt den Doktor informieren. Der ist gerade noch unterwegs hier im Haus, aber der kommt dann gleich. Sie legen sich einfach schon mal hin. Mhm. Ja, ich rufe auch Ihre Patientenakte auf. Sie sagten ja, Sie sind hier im Haus operiert worden. Dann weiß ich auch schon ein bisschen mehr und dann werden Sie gleich behandelt. Okay? Genau. Die Schwester nimmt mal die Tasche. Rufe ich den Doktor an. Das Abreißen des künstlichen Darmausgangs könnte schlimme gesundheitliche Folgen für Delia haben. Aber die 24-Jährige realisiert das offenbar kaum. Die Landschaftsgärtnerin scheint vor ihrem Stalker einfach zu große Angst zu haben. Und der lässt tatsächlich nicht locker. Der ist schon wieder da. Der steht hier, der läuft. Okay, jetzt reicht's mir auch langsam. Es hatte sich ja herausgestellt, dass dieser Mann, der unserer Patientin folgte, ein Stalker war. Und sowas darf man natürlich nicht hinnehmen. Da muss man wirklich intervenieren und die ganze Sache ernst nehmen. Ich kläre das, ne? So, Sie sind ja schon wieder da, der Herr. Ja, ich wollte Delias Handy abgeben. Die hat das irgendwo verloren. Das habe ich gefunden. Okay, das ist das Handy von der Patientin. Genau, richtig. Und ich wollte fragen, wie es ihr geht. Also, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Aber wenn das wirklich ihr ist, nehme ich das jetzt mal gerne entgegen. Gerne. Vielen Dank dafür. Ja, aber ich wollte mich einfach nur mal informieren, wie es ihr geht. Okay. Weil sie ist einfach hier weggerannt von mir und ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin hier nicht der Böse, dass das mal klar ist. Ne? Okay. Ich wollte mich nur informieren. Ich wünsche dir dann auch alles Gute. Mhm. Also ansonsten, wenn ich da nichts mehr machen kann, dann gehe ich jetzt halt. Ja, ne? Okay. Ja? Ich hoffe auch für Sie, dass sich das irgendwie klärt, aber das wäre dann jetzt erstmal im Sinne gut, der dann ist das jetzt so, kann ich nichts machen. Tut mir leid. Ja? Aber trotzdem vielleicht vielen Dank. Vielleicht richten Sie hier schöne Grüße aus. Okay. Ja? Ja, danke schön. Alles klar, danke. So, ich bin wieder da. Wer ist denn das überhaupt? Ich kenne ihn selber nicht. Der ist mir einfach hinterhergelaufen. Wie, du kennst ihn nicht? Ich weiß es nicht. Du, Delia, das geht nicht. Du hast hier Schmerzen und der Typi da, ganz ehrlich, wir müssen zur Polizei. Nein, wir gehen nicht zur Polizei. Was? Nee, klar gehen wir zur Polizei. Du musst eine Anzeige machen. Das würde ich Ihnen auch raten. Ich habe doch jetzt gerade ganz andere Probleme. Können wir das nicht danach in Ruhe klären? Aber bitte ruf jetzt einfach nicht die Polizei. Das halte ich jetzt nicht auch noch aus. Delia, also gut, es ist halt deine Entscheidung. Ich würde es machen. Dann machen wir erstmal hier und dann reden wir da nochmal in Ruhe drüber, okay? Lass uns danach nach der Behandlung drüber reden. Okay, ich mache Ihnen mal das Kopfteil ein bisschen hoch.
Da fällt mir ein, ich habe noch was von Ihnen, glaube ich. Ist das ja, Ihrs? Genau, das ist meins. Das hat mir der ominöse Herr in die Hand gedrückt. Okay. Ich gebe es jetzt einfach mal so zurück. Hallo. Er sagt, er hätte es verloren. Ach, da ist der Doktor Frau schon. Sommer? Ja. Ich hatte nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen. Hallo. Sind ja erst vor 3 Tagen entlassen worden. Als ich ins Untersuchungszimmer kam und dann die Frau Sommer sah, war ich sehr überrascht, denn die hatte ich gerade vor 3 Tagen erst entlassen. Die war nämlich vor 10 Tagen notfallmäßig wegen Bauchschmerzen zu uns gekommen. Und da hatte sich dann gezeigt, dass die Ursache ein Mesenterialinfarkt war, der notfallmäßig noch am gleichen Tag operativ behoben werden musste. Delia wurde nach der OP ein künstlicher Darmausgang angelegt, um das Organ zu entlasten. Erst in einigen Wochen sollte dieser wieder entfernt werden. Das brutale und vorzeitige Abreißen gefährdet nun nicht nur den Heilungsprozess, sondern könnte auch zu Verletzungen geführt haben. Dieser künstliche Darmausgang, den wir da angelegt haben, ja, eigentlich verheilt er relativ schnell. Aber das sieht jetzt wirklich so aus, als ob das so ein bisschen abgerissen wäre. So ein künstlicher Darmausgang ist natürlich etwas, was sich niemand wünscht. Das Wort hört sich schon ganz grässlich an. Was es ist, ist, dass man dann das Stück vom Darm, bei Frau Sommer halt den Dünndarm, vorübergehend durch ein Loch in der Bauchdecke nach außen hin ableitet und dann das Loch im Darm, was bleibt, in die Bauchwand hinein näht, sodass eine künstliche Verbindung zur Außenwelt geschaffen wird, über die dann der Darminhalt, der noch relativ flüssige Stuhl, nach außen abgeleitet wird. Im günstigsten Fall ist wirklich nur die Nahtstelle von der Haut abgerissen und es muss gesäubert werden und nochmal neu hier eingenäht werden. Aber er ist zum Glück auch noch nicht komplett in die Bauchhöhle hinabgerutscht, sonst hätte das jetzt böse ausgehen können mit einer Bauchfellentzündung, die lebensgefährlich dann enden könnte. Bei der ungünstigsten Variante, was könnten da für Konsequenzen denn auch? Also, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass sie Pech gehabt hat und da der Darm abgerissen ist und durchgerissen ist, dann würden wir noch mal ein kleines Stückchen Darm entfernen müssen auf beiden Seiten von dem künstlichen Darmausgang. Das wäre natürlich blöd, weil sie sowieso schon jetzt einen verkürzten Dünndarm hatte. Wir da noch einiges wegschneiden mussten, einen halben Meter. Und je kürzer der Dünndarm ist, umso weniger kann Flüssigkeit aufgenommen werden und auch Nährstoffe. Das würde bedeuten, das Kurzdarmsyndrom, das würde sich dann verschlimmern. Aber ich denke, das ist dann nur aus der Haut raus. Machen Sie sich mal nicht so viel Sorgen. Ne? Okay. Ja. Um den künstlichen Darmausgang wieder zu befestigen und zu kontrollieren, ob der Darm weiter beschädigt wurde, muss Delia sofort operiert werden. Im Einleitungsraum wird deutlich, dass der 24-Jährigen ihre Erkrankung auch seelisch schwer zu schaffen macht. Sie sehen so traurig aus. Ich fühle mich ein bisschen allein. Sie fühlen sich alleine. Sie sind ja nicht alleine. Meine Kollegin hat mir erzählt, dass ihre Schwester auch da ist. Und die wartet ja auch auf sie, um sie nach der OP dann auch in Empfang nehmen zu können. Ja, das ist halt auch ja, harte Entscheidung. Ist auch egal. Ich mache mir halt gerade einfach Gedanken, wie das werden soll mit dem künstlichen Darm. Das ist halt einfach eklig mit dem Durchfall. Ich weiß nicht, wie ich essen soll. Das macht ja keiner mit. Das ist ja schon eine eklige Angelegenheit. Und das, wer soll denn das schon mitmachen? Was meinen Sie denn mit harter Entscheidung treffen? Mussten Sie eine treffen? Ja, ich musste eine treffen, aber das ist so kompliziert und ich möchte auch gerade einfach nicht mehr drüber reden. Okay, dann denken wir jetzt einfach an was Gutes, okay? Ja, der Anästhesist kommt jetzt gleich und dann können Sie sich einen schönen Traum aussuchen, ja? Und jetzt nicht mehr so traurig gucken, okay? Delias Angst vor einem dauerhaften Leben mit künstlichem Darmausgang ist groß. Die Sorge hat die 24-Jährige zu einer Lüge getrieben, die alle Beteiligten nach der erfolgreichen OP in eine sehr unangenehme Lage bringen wird. Hallo. Hallo. Ja, wie geht's Ihnen denn, Frau Sommer? Ja, soweit. Ganz gut. Es gibt gute Nachrichten, ne? So wie ich auch schon vermutet hatte. Hallo, hier bin Hallo. Ich. Hallo. Entschuldigung, die Verspätung, aber
Also passieren Dinge, erzählen, das ist was, unglaublich. Was bei der OP war, aber okay. Was war los? Ja, ich grätsch einmal kurz dazwischen. Also, es ist unglaublich. Ich habe gerade, ich musste Blut wegbringen ins Labor und dann kommt mir in der Eingangshalle wieder dieser Typ entgegen. Was für ein Typ? Also ich weiß nicht, ob er jetzt war sicherlich auf dem Weg zu Ihnen. Ich habe jetzt einfach eigenhändig entschieden Security gerufen und die sollen jetzt Security? Die Polizei rufen, weil. Was war denn das für ein Typ? Der war keine Polizei rufen. Nee. Bitte. Sie hatten einen Stalker? Ja. Aber ist doch gut jetzt. Weg. Ja, also mit Stalking ist nicht zu spaßen. Also dann hast du es richtig gemacht, dass du die Polizei informiert hast. Oder so. Wie kein Stalking? Stalking ist ein Verbrechen, auf jeden Fall. Ja, Frau Schwester Johanna, könnten Sie den vielleicht noch mal hochholen? Hä, was? Ich glaube, ich muss da was erklären. Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Ja, dann gucken wir mal, ob du den noch erwischt. Ja. Ja? Okay, dann gehe ich mal eben nachschauen. Ne? Ja, guck mal nach. Also ich verstehe echt nur Bahnhof hier irgendwie. Als Frau Sommer mich dann losschickte, dass ich den Mann wieder zurückholen sollte, der ja jetzt schon in den Händen der Security war, also das fand ich extrem merkwürdig. Sie hat alles dafür getan anfangs, dass dieser Mann von der Station verschwindet. Jetzt wollte sie ihn zurückholen hier auf die Station, vor allen Dingen in einen Bereich, der sie ja eigentlich schützen soll. Ich wollte eigentlich sagen, dass es gute Nachrichten gibt. Es war wirklich so, dass das Dünndarmstück, was wir da durch die Bauchdecke an die Haut angenäht hatten, das war jetzt eigentlich nur aus der Haut ausgerissen. Und wir mussten jetzt nicht noch viel Darm wegschneiden, sondern einfach nur da, wo die Nähte ursprünglich saßen am Darm. Das habe ich ganz fein säuberlich 2 mm ausgeschnitten und dann nochmal neu eingenäht. Eigentlich sollte das jetzt problemlos abheilen und dann sollte das auch keine Probleme mehr machen. Das heißt, Sie müssen jetzt auch gar nicht so lange bei uns sein. Eine Woche maximal sollte reichen und dann können wir auch in 4 Monaten das wieder zurückverlegen. Ich habe ihn noch erwischt. Hi. Na, guten Tag. Guten Tag, Dirk mein Name. Na? Hi. Geht's dir gut? Ja, schön, dass du da bist. Sag mal, was war los? Bitte. Kannst du mir erklären, was mit dir los ist? Vor einer Woche circa krieg ich eine SMS und machst mit mir Schluss. Dann sehe ich dich im Park, dann rennst du vor mir weg, als ob ich ein Monster bin. Ich verstehe es nicht. Wer ist denn dieser Herr? Ich weiß jetzt gar nicht, was es geht. Ich bin genauso. Es ist mein Ex-Freund. Ich hatte vor einer Woche per SMS Schluss gemacht und hatte mich halt nach der OP, wo ich erfahren habe, was mit mir ist und ich den Beutel habe, beziehungsweise diesen künstlichen. Mir war das selber schon unangenehm, weil ich es mega eklig fand. Und ich habe es dann nicht noch geschafft, ihm davon zu erzählen. Was ist denn passiert? Was heißt eklig? Ich verstehe nicht. Erklär's mir doch mal bitte. Also ich stehe hier mit einem Fragezeichen über Kopf. Ich wäre hier aus der Klinik geworfen. Darf ich es ihm erzählen? Also es ist so, dass Frau Sommer vor 10 Tagen ein Blutgerinnsel im Darm hatte, also in den Blutgefäßen, die den Dünndarm versorgen. Okay. Und musste dann Not-OP erhalten. Man musste dann vorübergangsweise für ein paar Monate halt den Stuhl ausleiten aus der Bauchdecke. Ja. Das hört sich dann immer sehr eklig an. Nicht alle verkraften das so, selbst wenn es auch nur für 4 Monate vorübergangsweise ist. Okay. Vor allen Dingen waren wir erst nur 4 Wochen zusammen. Ich hätte nicht gedacht, dass das die Beziehung von 4 Wochen überhaupt aushält, sowas. Das ist ja schon ein Extremfall. Ja, aber das war der Grund für das ganze Theater? Ich wollte es gerade sagen. Ganz ehrlich, warum redest du denn nicht mit mir? Frau Sommer ist ja noch eine sehr junge Frau. Und umso mehr kann ich nachvollziehen, dass dieses Schicksal, was sie da erlitten hat, mit einem künstlichen Darmausgang, der monatelang in der Bauchdecke angebracht ist, für sie wirklich eine große Zumutung war. Das ist ja was man niemandem wünscht. Und worunter man erstmal wirklich schwer zu kämpfen hat, um damit klarzukommen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich empfinde halt sehr viel für dich und wegen so einer Geschichte gleich alles abbrechen und mich behandeln wie ein Monster, muss echt nicht sein, ne? Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Dann haben sie ja Glück, dass, dass er so ein verständnisvoller Mann ist und die Gefühle da stärker sind als so ein vorübergehender Zustand.
Ich fand es ganz toll, wie der Mann dann eigentlich reagiert hat. Zumal wir dachten, er ist ein Stalker. Das war er ja gar nicht. Und man muss sich mal vorstellen, die Freundin hat einen künstlichen Darmausgang. Er wusste von gar nichts. Ihm wurde nichts erzählt. Und dass er dann doch noch so aufrichtige Gefühle gegenüber der Frau Sommer zeigt, also das zeigt schon, dass er ein toller Kerl ist. Und ich glaube, die sind auch auf einem positiven Weg, wieder zueinander zu finden. Jetzt hat sich ja alles aufgeklärt. Dann lassen wir sie mal alleine. Ich gucke dann morgen wieder nach Ihnen. Ne? Zwei Tage später konnte Delia entlassen werden. Die 24-Jährige und Dirk sind wieder ein glückliches Paar. Der künstliche Darmausgang wurde etwa 3 Monate später komplikationslos entfernt. Die junge Frau kommt mit ihrem verkürzten Darm inzwischen gut zurecht.